Ethische Werte sind für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz von entscheidender Bedeutung, weil künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie ist der digitalen Gesellschaft von morgen. Und wenn wir wollen, dass diese digitale Gesellschaft nach unseren Normen und Wertvorstellungen funktioniert, dann müssen wir jetzt regulieren und bestimmte Wertvorstellungen voranstellen, sodass die Technik sich danach richtet, sodass Technikentwicklung nach unseren Wertvorstellungen tatsächlich auch umgesetzt wird. Um dazu ein Beispiel zu nennen, es ist möglich, dass über KI Menschen identifiziert werden, alleine über Handyfotos. Also man kann herumrennen, Handyfotos machen und dann weiß ich, wer vor mir steht oder wer über die Straße läuft. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir unsere Privatheit wahren wollen, dann müssen wir das so regulieren, dass diese Anwendungen zum Beispiel nicht möglich sind. Es gibt eine Reihe von konkreten Beispielen dafür, inwiefern die Entwicklung von künstlicher Intelligenz problematisch sein kann. Ein Beispiel ist die Personalauswahl, die durch künstliche Intelligenz stattfinden kann. Das wird von großen Unternehmen zunehmend genutzt. Also ein KI-Algorithmus entscheidet dann, welcher Bewerber, welche Bewerberin genommen wird. Und da ist das Problem vor allen Dingen, dass künstliche Intelligenz über Mustererkennung läuft. Das heißt, die arbeitet mit Daten aus der Vergangenheit. Und die KI sieht dann sozusagen, dass in der Vergangenheit vor allen Dingen Männer erfolgreich eingestellt waren in einem Unternehmen und wählt dann auch entsprechend wiederum nur Männer aus für zukünftige Arbeiten innerhalb dieses Unternehmens. Und das ist ein typischer Fall von Diskriminierung. Wenn man möchte, dass künstliche Intelligenz diskriminierungsfrei funktioniert, also nach bestimmten Wertvorstellungen, dann muss man sich vor allen Dingen mit den Trainingsdaten beschäftigen. Also mit den Daten, mit denen die künstliche Intelligenz arbeitet und die dann wiederum die Grundlage dafür sind, Prognosen zu stellen für die Zukunft und bestimmte Muster zu entwerfen dazu, was sein soll. Und wenn wir uns das Beispiel anschauen von der Personalauswahl, dann würde das bedeuten, dass man eben nicht mehr nur die Daten nimmt, die in der Vergangenheit für die KI als erfolgreich identifiziert wurden, sondern danach fragt, was wünschen wir uns denn für die Zukunft? Und dann wünschen wir uns zum Beispiel, dass auf dem Arbeitsmarkt auch Menschen mit Behinderungen eine Chance haben, dass mehr Frauen eine Chance haben. Und dann kann man die Algorithmen dementsprechend verändern, dass die Auswahl dann eben nicht der entsprechend der Muster in der Vergangenheit stattfindet, sondern eben entsprechend unserer Wertvorstellungen und unserer Wünsche für die Zukunft.